Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge XXL Farm mit dem. Wer sitzt hier drin? Marlon Neumann. Hallo? Hi. Ist heute unser LKW-Fahrer. Mit dem Tiger Farm. Der sitzt Hallo. Da hinten im JCB. Der wird gleich ein bisschen Wasser fahren. Und ich fahre Case. Kauf mal das Landstück, ne? Ja. Warum kaufst du Land? Wir wollen Forst machen, wenn wir kaufen einen Jens-Hacker, war das? Jo, willst du den auch gleich kaufen? Ja. Aber den ohne Kran, gell? Du meinst den, Gut. Den ja, Ja, ich habe manchmal Wortfindungsstörungen, so wie meine Mutter. Okay. Den bringe ich dann gleich mit runter zum Waldstück. Und dann, weiß gar nicht, wie schaut's denn aus mit unserem Roggen? Ist er immer noch in der Wachstumsphase? Weiß ich nicht. Lol. Wir hatten doch zwei Tigo. Einer steht noch hier beim Händler. Ich glaube, das war meiner. Den habe ich hier schön abgestellt. Werbeware für den Händler. Achso, ein Frontlader muss ich noch kaufen. Hm. Ach du Kacke, leck das! Junge, es hat geleckt! Passiert. Oh, jetzt ist der Fan-Tigo auf der Mauer gelandet. Einmal mit Profis. Ich bin nie ein Profi, also. So, ich hab Frontlader. Hast du das? Ich hab Frontlader. Du hast eins Frontlader. Ja, natürlich. Zwei Frontlader an einen Traktor wird schwer. Nein, oder? Ist wirklich nicht wahr. So. Einfach ignoriert. Es wäre gut, wenn die Container, also Anhänger ab, den Container absetzen vom Anhänger. Ah, stimmt, hier ist noch Gras. Oh, hab ich ganz vergessen, ey. Schon wieder. Ja. Aber ihr seht es auch nicht, ihr fahrt dran vorbei. Ich hab's auch gesehen. Ah, aber gesagt hast du nichts. Nö, du musst ja auch selber drauf kommen. Dann kann der Herr Neumann ja mit dem Fendt 1050 und dem Tigo-Ladewagen, der beim Händler steht, Marlon, das Gras noch in das Silo fahren. Ist das dein Scheiß Ernst? Marlon, das ist nicht dein Scheiß Ernst! Das hast du nicht gemacht! Das hast du! Nein! Was macht denn ihr schon wieder? Ich sag mal so, das kann ja liegt auf der Seite. Wie hast du es denn geschafft, dass der Anhänger vor dir liegt? Ich hab schon probiert, mich hinzustellen. Wo liegt der denn? Ich komme im Frontlader. Ach, da hinten. Ah. Auf der Wiese liegt der kleine Fendt. Scania. Du bist auch irgendwie hobbylos, oder? Wer, ich? Nee, Marlon. Kann das sein, Marlon? Nö, kein Ding. Willst du wirklich? Guck mal, Puma kann hier Vollgas in die Ecke fahren. Wow, toll. Der fährt auch nur 53. Ist egal. Warum fahre ich eigentlich am Sägewerk vorbei, wenn ich zum Sägewerk will? Das weiß keiner. Ja. Ich habe mich irritiert gefühlt von so einem liegenden Scania. Ups. Vor allem, warum... Ach so. Ja, warte. Das frage ich mich auch. Dankeschön. Ey, mach mal einen JCB nicht kaputt. Mach den nicht kaputt. Wenn ich ihn kaputt mache, dann mache ich ihn auch wieder heile. Oh. Marlon. Lass den mal hier aufstellen, damit der mir den Container herstellen kann. Achtung beim Befahren des Waldstücks, das ist leicht uneben. Leicht? Sehr leicht.
Wo kommt denn hier das Piepwasser hin? Da wo du gerade bist eigentlich. Hä? Wo denn mal. Da? Ne, du bist schon wieder drumherum gefahren. Da ist so ein Hochsilo. Andere Seite. Ja, ich weiß doch, ich weiß, ich bin ja nicht blind. Wo soll ich denn abladen? Stell ihn mal hinter den Anhänger. Also den Container einfach nur absetzen und drunter fahren. Das reicht eigentlich. Ich hab den langweiligsten Job hier. EU-Fahrzeug. Du wolltest den haben. Ja, hab ich auch gesagt. Ab Post mache ich nie wieder. So drunter stellen, dass der hier direkt abladen kann. Soll ich jetzt vom Hochfall wieder Wasser tanken oder von der Wasserstelle, wo man kaufen muss? Oder wo es Geld kostet? Weil es geht nicht schneller. Natürlich geht es schneller, aber kostet uns halt was. Das ist nicht viel. Nee. Du hast gesagt 120.000 Liter für 600 oder so? 6.000. Ja, 6.000 ist nicht viel. Ja, kannst du einmal von da kaufen. So, was soll ich jetzt machen? Einfach eine Zigarette rauchen. Mit dem Fendt. Kannst du den absägen? Ziemlich weit unten. Mal ja, schauen, ob er tiefer ist wie ich. Piep, piep, piep. Keine Antwort auf diese Frage. Ja. Okay. Mit dem Fendt Tigo und dem Fendt 1050. Ja. Das Gras abfahren beim neben dem Händler ist nochmal ein Shop. Neben Händler ist nochmal ein Shop, ja, klar. Warum und sein Deutsch. Neben dem Händler ist nochmal eine Wiese. Das kleine da. Dahinter. Ja. Also nicht hinter einem See, sondern. Andere Seite, genau. Passt. genau. Ja, genau. Passt. Gut. Ist jetzt schon voll. Was ist voll? Das. Ich und das Wasserfass. Oh, und hat gekostet wie viel? 9.600. Ja, was ist ein Geldscheiß oder was? Für 120.000, weißt du, wie günstig das ist? Ja, und? Trotzdem ein Haufen Geld. Wow, einfach nur wow. Wow, einfach nur wow. Ja, Sänger bin ich auch, das stimmt. 500.000 Liter passen ja rein, glaube ich, gell? Keine Ahnung. Kannst du ja mal einfach voll machen und dann sind wir gerüstet. Denk mal, 240.000 Liter reichen schon. Wenn wir jetzt schon hier beschäftigt sind, dann mach voll und dann kommst du her und dann kannst du absägen. Okay, immer an der bezahlten, an der Bezahlstelle. Hä, was? Immer an der Wasserstelle, wo man gucken muss. Du bist ja sonst zu faul, da hinzufahren zum zum Hof. Ja, das dauert sonst. Nee, das ist nicht nur mit Faulheit zu tun. Das hat auch mit der Geschwindigkeit zu tun. Na komm, der Fasttruck fährt 70. Oh, ich meine die Geschwindigkeit, die an unserem Wassertank auftankt. Okay, das stimmt. Ja. Ja, muss ich dir ausnahmsweise recht geben. Wow. Wo soll das Gras hin? Fahrsilo. Eins müsste schon angefangen sein. Ich könnte hier wirklich jemanden brauchen, der mir die Bäume absägt. Soll ich machen? Das wäre gut. Oder du sägst ein paar Bäume ab. Bin unterwegs. Und entastest. Meistens dauert das Ganze hier ein bisschen. Ibim ist unterwegs. Ja, dann lass eine Ladung Wasser passt. Jetzt zwei. Drei. Nein, zwei Ladungen sind das. Ja. Der erste ist entastet. Wo? Ja, hier. Ja, wäre schön, wenn du vielleicht eher die in der Richtung machst. Ja, hast du nicht gesagt.
Corona, es tut mir leid. Ja, gerade so. Ist okay. Ui, der ist aber aus dem Boden gesprungen. Ich weiß nicht, ob es geschickter gewesen wäre, doch den Hacker mit Kran zu kaufen, aber ich finde es immer ein bisschen. Ich weiß nicht. Günstiger. Hm? Günstiger. Die Version, die wir jetzt haben, meinst du? Oh, wow. Es ist günstiger, den Hacker ohne Kran zu kaufen und dafür halt einen Frontlader zu haben. Ja, das habe ich doch gerade gefragt. Ja, dann bin ich wohl schwerhörig. Hast du das gehört, Marlon? Nein, okay, dann bin ich nicht schwerhörig. Ich sag dazu nix. Aber besser so. Also, warum machen wir das Ganze hier eigentlich? Weiß ich auch nicht. Weil der Tigerfarm Krumper haben will. Und dafür brauchen wir Paletten. Stimmt. Ich will Bier! Bier her, oder ich verlumm. Nee, so schlimm ist nicht. Kommt drauf an. Oh, warum fällt er denn nicht um? Och. Warte, ich komm. Nein. Fällt er auch noch in die Richtung. So, komm mal her. Liegt der Baum bei dir auch so? Oder? Hä? Der Baum lägt. Das passiert manchmal bei den Dingen. Ja, ich kann den Ast nicht, ich will es wirklich im Ast. Und da liegt auch noch nicht mal auf dem Boden, sondern ist in der Luft. Hey, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich schieb den einfach mit dem Frontlader hier direkt in den Hacker rein. Der wird direkt vom Hacker abgeerntet. Warte mal, ich schau mal eben. Komm mal kurz vorne, dann kannst du. Ups, Assa. Kannst du den Holzdinger absägen. Moment. Ich will mal was gucken, wa? Ja, schon 11.000. Ja, säg mal auf Länge. Direkt auf der Mulde. Kurz vorm Förderband. Wow, warte ich. Musste aufs Förderband hoch. So gut. Jo. Ach, der Baum ist jetzt auch endlich mal umgefallen. Super. Ich dachte, du machst weiter. Läuft er davon? Hast du es jetzt oder? Ja, nochmal. Ja, geil. Ach, doch. Oh, nee. Vor allem wird er aus der geschlossenen Gabel. Ich weiß nicht, weshalb Giants das nicht gefixt kriegt. Das war im 17er schon immer so nervig. Deswegen mache ich Forst nicht mehr. Oder ich sehe nur noch Bäume. Ich lade das nicht mit so einem Frontlader. Uff. Ja, einen in so einem Teil. Da. Ding, dung, gang, gang, gang. Marlon, wie sieht das eigentlich bei dir aus? Was, womit? Gras. Zwei Bahnen noch. Okay, sehr gut. Weil wir sind auch gleich wieder am Ende angelenkt. Also jetzt. Hm? Beziehungsweise jetzt. Jo. Ups, sorry. War jetzt. Nochmal sägen? Ja. Ach, den konnte ich mit der Hand nehmen. Jo. Warte, ich. Vielleicht kann ich den auch noch. Ja. Okay. Also, tschüss. Tschüss. Tschüss.